Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Unter-die-Map-Glitch auf Mauer der Toten, den ich gerade gefunden habe. Und zwar braucht ihr hier wieder eure Nahkampfklasse auf der Stufe, sodass wenn ihr mit einer Waffe schlägt, dass ihr dann messert, anstatt mit dem Kolben der Waffe zuschlägt. So, wenn ihr das dann habt, Leute, dann besorgt euch ein paar Betäubungsgranaten. Wenn ihr dann alles habt, dann kommt hier hin zum Packer Punch und nimmt so ein Zombie oder zwei Zombies hinter euch her. Und ihr müsst den jetzt dort betäuben, wo ich es mache. Also stellt euch ungefähr hier hin, betäubt den Zombie. Und jetzt müsst ihr seitlich auf ihn zurennen und dann auf Messern drücken. Dann fliegt ihr hier hoch, Leute. Und hier müsst ihr jetzt den Gullideckel finden. Und zwar befindet er sich dann hier ganz außen am Rand. Hier stellt ihr euch drauf, denn hier kriegt ihr keinen Schaden und könnt euer Leben aufladen. So, jetzt rennt den Weg, den ich renne, Leute. Und ihr braucht noch rasende Wächter. Sorry, habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Lauft den Weg, den ich laufe. Genau derselbe Weg wie bei dem Glitch vorher. Und wenn ihr dann so bei 46 HP seid, dann benutzt rasender Wächter. Lauft den Weg, den ich laufe. Hier links von diesem Fenster springt ihr durch. Geht hier um die Ecke. Und hier legt ihr euch hin. Kriecht nach vorne, dann schaut ihr vorsichtig raus und wenn ihr Boden unter den Füßen habt, springt ihr hier runter und ihr seid wieder unter der Map, Leute. Hier könnt ihr wie gewohnt die Zombies entweder hier unten versammeln. Dies macht ihr, indem ihr einfach mal hier kurz in die Ecke geht, Leute, und dann kommen die Zombies auch alle unter euch. Hier könnt ihr dann die Kills machen oder ihr geht in den anderen Spot. Und zwar lauft ihr hierfür hier hoch, geht hier in die Ecke. Und hier könnt ihr euch hinlegen, Leute, und geht so ein bisschen nach vorne. Und wenn ihr das dann macht, versammeln sich die Zombies hier vor euch und ihr könnt hier durchschießen. So, ansonsten war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch einen Like da, schreibt mir die Kommentare. Und zu guter Letzt will ich euch noch zeigen, wie ihr aus dem Glitch wieder rauskommt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.